Schmerzen. Komm, komm, komm. Oh, guck mal, ist die besoffen. Oh, jetzt muss ich. Ich rufe einen Notarzt. Hallo. K11 willkommen. K11 braucht Verstärkung. Okay. Ja, dann ruft er wieder an. Alles klar, ciao. Robert und Michael suchen gerade noch mal die Tiefgarage ab mit Kollegen von der Spurensicherung. Echt, wir haben aber auch ein Glück. Ausgerechnet in der Tiefgarage ist die Überwachungskamera kaputt. Tja, was mit den Zeugen, die den Notarzt gerufen haben? Haben die nichts gesehen? Ja, sonst haben die nichts gesehen. Nur, dass die Frau halt bewusstlos war, sonst nix. Ja. Hast du schon mit denen im Krankenhaus gesprochen? Ja, also mit dem Stationsarzt. Anna Feldmann ist nach einer Hirnblutung ins Koma gefallen. Tja, so wie es aussieht, wurde ihr mit einer Flasche über den Kopf geschlagen. Dann wurde sie noch weiter untersucht. Die Ärzte haben Rückstände von Sperma festgestellt. So wie es aussieht, hatte sie noch Sex vor der Tat. Vielleicht der Vergewaltigung? Tja, keine Ahnung. Das können die Ärzte noch nicht sagen. Herr Feldmann ist hier. Ah. Bitte kommen Sie rein. Fritz, mein Kollege Herr Grass. Daniel Feldmann, ich komme gerade aus der Klinik. Meine Frau ist zwar über den Berg, aber die Ärzte wissen noch nicht, wann sie wieder aus dem Koma aufwachen wird. Jetzt nehmen Sie erstmal Platz. Danke. Ich habe auch keine Ahnung, wie ihr das angetan haben könnte. Oder warum? Herr Feldmann, wir versuchen das herauszufinden. Wann haben Sie Ihre Frau denn das letzte Mal gesehen? Gestern Abend zu Hause. Und so gegen 7:30, als sie ausgegangen ist. Haben Sie eine Ahnung, was sie in der Tiefgarage wollte? Nein, sie war ja nicht mal mit dem Auto unterwegs. Sie hat sich mit einer Freundin getroffen und mit der war sie dann noch im Freiluftkino und danach wollten die noch in den Biergarten. Nachts rief dann das Krankenhaus an und da bin ich natürlich sofort hingefahren. Mhm. Wie heißt die Freundin Ihrer Frau? Nicole. Ich habe auch schon versucht, sie zu erreichen, aber es geht immer nur die Mailbox dran. Gibt sie mir doch mal die Nummer dieser Freundin. Ja, natürlich. Bei ihr probieren. Herr Feldmann, eine Frage. Hatten Sie mit Ihrer Frau gestern noch Geschlechtsverkehr? Ja, aber warum müssen Sie das wissen? Wir haben Spermasprung gefunden bei Ihrer Frau und wir würden ganz gerne eine Vergewaltigung ausschließen. Und deswegen brauchen wir eine DNA-Probe von Ihnen. Ich bin nicht fertig geworden. Ach so, ja. Aber den Abgleich würden wir trotzdem ganz gerne durchführen, okay? Na gut. Also, wir haben hier im Boden Blutspuren entdeckt und da vorne noch weitere Blutspuren. Dann ist sie wohl von dort gekommen. Hier runter. Weit ist sie nicht gelaufen, meinte der Arzt. Sie muss ziemlich schnell zusammengebrochen sein. Kommt mal hierher! Ja. Was haben wir denn da? Das sieht aus wie eine zerbrochene Schnapsflasche. Mhm. Und da ist Blut drin. Wie könnte es passiert sein? Der gesamte Bereich hier muss gesichert werden. Die Scherben alle sofort ins Labor. Ach, Sie hätten doch auch ins Büro kommen können. Naja, haben Sie mir denn jetzt noch mitzuteilen? Herr Feldmann, das gesicherte Sperma ist nicht von Ihnen. Dann war es also doch eine Vergewaltigung. Wahrscheinlich. Ich wollte es Ihnen auf jeden Fall persönlich sagen. Danke. Sie können dann jetzt auch gerne nach Hause gehen. Nein, ich werde wieder zu meiner Frau in die Klinik fahren. Okay. Tschüss. Tschüss. Ist ganz schön fertig, oder? Mhm. Die Freundin von Anna Feldmann habe ich nicht erreicht. Aber ich habe ihr eine Nachricht auf der Mailbox hinterlassen. Okay. Ich habe die Ergebnisse von der Spurensicherung vom Labor. Das Blut, das auf den Scherben sichergestellt wurde, stammt, wie vermutet, von Anna Feldmann. Ja.
dann war die Flasche auch die Tatwaffe. Ja. Ja, und am Flaschenhals wurden Speichelreste gesichert. Die DNA ist registriert. Alfred Patzig. 48 Jahre alt, vorbestraft wegen Vergewaltigung. Dann ist das doch bestimmt unser Mann. Auf den Abgleich von seiner DNA und dem Sperma müssen wir allerdings noch warten. Ja, aber der Mann muss sofort hierher, ja? Danke. Danke. Ich hab doch nichts gemacht. Oh, nichts gemacht. Nur mal eingesessen wegen der Vergewaltigung. Ja, das stimmt. Aber das ist doch schon Jahre her. Ein paar Jahre. Ja, eben. Und ich hab das nie wieder gemacht und werde es auch nie wieder tun. Außerdem habe ich jetzt eine Freundin. Herzlichen Glückwunsch. Herr Patzig, wo waren Sie gestern Abend gegen 22 Uhr? Ja, zu Hause, in meiner Wohnung. Alleine? Nee, meine Freundin war da und noch ein Kumpel. Wir haben Bierchen getrunken und Fernsehen geguckt. Wie heißen die beiden? Meine Freundin heißt Helga Behrendt und mein Kumpel Achim. Achim Gumprecht. Wohnen Sie mit Ihrer Freundin zusammen? Nee, wissen Sie, das mit dem Zusammenziehen, das ist noch nicht so weit. Sie pennt mal hier, mal da, meistens bei mir, aber auch beim Achim, beim Gumprecht. Okay, wie kann man Ihren Kumpel erreichen? Achim, der wohnt im Wohnheim in der Rottigstraße. Telefon haben die beide nicht. Naja, irgendwie werden wir die schon ausfindig machen. Gut, eine Frage hätte ich dann noch. Herr Patzek, wieso trinken Sie einen Schnaps nicht in Ihrer Wohnung, sondern in einer Tiefgarage? Vielleicht, um Frauen nachzustellen? Nein, ich bin eben gern draußen an der frischen Luft. Und dann musste ich aufs Klo, deshalb war ich in der Tiefgarage. Ja, und dass ich die Flasche da liegen gelassen habe, sehe ich ein, ist nicht in Ordnung. Aber alles andere da, das war ich nicht. Entschuldigt bitte, aber Alex, kommst du mal? Okay. Das Sperma ist nicht von ihm. Ja, und was heißt das? Das bedeutet, dass Sie erst mal raus sind aus der Nummer mit der Vergewaltigung. Ja, hab ich doch gesagt, dass ich das nicht war. Es bedeutet aber nicht, dass Sie rein theoretisch mit der Flasche hätten zuschlagen können. Nein, hab ich nicht. Wir werden Ihr Alibi überprüfen, dann sehen wir weiter. Solange bleiben Sie hier. Ja, und wie lange soll das dauern? Bis wir Ihren Kumpel und Ihre Freundin gefunden und vernommen haben. Bringst du ihn raus? Oje, das kann da mal dauern. Danke. Frau Scholz, Sie haben gesagt, Sie haben Ihre Mailbox erst vor einer Stunde abgehört. Ja, heute Morgen, gleich nachdem ich gelandet bin. Ich war in Rom. Sie waren in Rom? Wie lange denn? Vorgestern Abend bin ich losgeflogen und heute Morgen gelandet. Ja, angeblich war Ihre Freundin mit Ihnen vorgestern Abend verabredet. Aber das hatte sie auf jeden Fall Ihrem Ehemann erzählt. Aber das kann nicht sein, ich war gar nicht da. Ja eben, also hat Ihre Freundin Ihren Mann angelogen. Vielleicht hat sich meine Freundin mit einem anderen Mann getroffen. Möglich. Aber wer könnte das sein? Morgen, Kollegen. Morgen. Das Alibi von Alfred Patzig hat sich bestätigt. Tja, dann kann er gehen. Mhm. Danke. Also noch mal zurück zu diesem Mann. Sie haben überhaupt keine Vermutung, wer das sein könnte? Ich habe leider keine Ahnung. Hat sie denn nie von einem anderen Mann erzählt? Also nicht konkret. Ich weiß halt, dass es bei den beiden im Bett nicht mehr so gut lief. Also, ihr Mann hat es nicht mehr gebracht. Ja, ist doch super. Ja, alles klar, macht das. Na, meldet euch, ja? Okay, ciao. Was machst du für einen Krach? Der Mülleimer hat 2 Euro geschluckt. Oh. Robert und Michael haben das Handy der Toten gecheckt. Der letzte Anruf kam von einem Rolf Weber. Ihre heimliche Verabredung? Wird sich herausstellen. Anna Feldmann liegt im Koma. Ja, und Sie haben als Letzte auf Ihrem Handy angerufen. Die Herren sind von der Kriminalpolizei, das ist meine Frau. Guten Tag. Wer ist Anna Feldmann? Ist eine Kundin. Sie müssen wissen, ich bin Bezirksleiter bei der Goliath-Versicherung und ich konnte Frau Feldmann als neue Kundin hinzugewinnen und deshalb haben wir telefoniert, sonst war eigentlich nichts weiter. Okay, wir müssen aber trotzdem wissen, wo Sie vorgestern gegen 22 Uhr waren. Ja, ich habe da länger in meinem Büro gearbeitet. Ja, das stimmt. Ich habe ihn noch um 22.30 Uhr da angerufen. Ich habe ihm gesagt, er soll endlich nach Hause kommen. Er findet immer kein Ende bei der Arbeit. Ja, und dann gegen ca. 23 Uhr habe ich das Büro verlassen und bin dann auch nach Hause gefahren. Was ist denn jetzt mit dieser Anna Feldmann? Das habe ich alles schon Ihrem Mann erklärt. Herr Weber, wir hätten gerne eine Speichelprobe von Ihnen. Ja, Sie haben noch nichts zu befürchten. Sie waren noch im Büro. Ja,
Natürlich nicht, aber ist das wirklich, wirklich notwendig? Das ist reine Routine, aber wie gesagt, Sie haben noch nichts zu befürchten. Herr Weber, die sichergestellten Spermaspuren stammen eindeutig von Ihnen. Sie haben Anna Feldmann vergewaltigt. Nein, das habe ich nicht. Wie können Sie das jetzt noch abstreiten? Okay. Wir hatten eine Affäre miteinander, ja. Wir haben uns an dem Tag getroffen, in der Tiefgarage, und haben es gemacht. Aber es war keine Vergewaltigung. Tja, leider können wir die Frau dazu nicht befragen. Noch nicht. Das ging schon eine ganze Weile mit uns, ja. Anna brauchte das. Ihr Mann hat es wohl in der Hinsicht nicht mehr so gebracht. Jetzt ist es aber so, dass die Frau niedergeschlagen wurde und im Koma liegt. Das war ich aber nicht. Wer dann? Wer weiß dann? Also als ich gegangen bin, da war sie quickelbändig, putzmunter, das ging ihr richtig gut. Sie haben die Frau also nach der Nummer in der Tiefgarage alleine gelassen? Ja, sie wollte es doch so. Sie hat gesagt, geh ruhig, kein Problem. Und ich musste ja zusehen, dass sie zurück ins Büro kam. Meine Frau hätte jede Sekunde anrufen können. Damit habe ich ja gerechnet. Wer kommt dann als Täter in Frage? Ich habe keine Ahnung, vielleicht ihr Mann? Ich denke mal, dass der vielleicht Vermutungen hatte oder irgendwas beobachtet hat. Oder dass er uns vielleicht sogar in der Tiefgarage gesehen hat und deswegen total durchgedreht ist.